D-Climate, ein dezentraler Anbieter von Klimadaten, ist eine Partnerschaft mit Namibia eingegangen und wurde zum offiziellen Verifizierungsanbieter für den erneuerbaren Wasserstoff des afrikanischen Landes und andere Nachhaltigkeitsinitiativen. Die Partnerschaft zwischen der University of Namibia und D-Climate wird die Blockchain-Verifizierung verwenden. Ein wichtiger Bestandteil der Partnerschaft wird die Einrichtung eines Blockchain-nativen Registrierungs- und Verifizierungssystems sein. Dadurch wird D-Climate in der Lage sein, die Kohlenstoffbindung in Namibia sowie seine CO2-Emissionen und die Kohlenstoffgutschriften aus erneuerbaren Wasserstoffprojekten innerhalb des Landes zu quantifizieren. Nach Unternehmensangaben ist dies das erste dezentrale, transparente Netzwerk für Klimadaten, Projektionen und Modelle. Seine Grundlage wurde auf Ethereum errichtet und es nutzt das dezentrale Orakelnetzwerk von Chainlink für sein Netzwerk. Auf diese Weise kann es On-Chain-Unterstützung und Validierung für die Governance-Schicht bei D-Climate bereitstellen. Darüber hinaus wird das Verifizierungstool über die Satellitenüberwachung wichtige Informationen erhalten. Die Verwendung dieser Tools wird die Auswirkungen von erneuerbarem Wasserstoff und erneuerbarer Energie auf die Emissionen des Landes ermöglichen. Durch die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, Forschern und Akademikern der Universität von Namibia werden wir in der Lage sein, die CO2-Zertifikate des Landes zu verifizieren, um laufende grüne Wasserstoffprojekte im Land zu unterstützen, sagte D-Climate-Gründungspartner SIDIH. Dies stellt nicht nur einen spannenden Anwendungsfall dafür dar, wie die Blockchain-Technologie den Klimaschutz vorantreiben kann, sondern auch dafür, wie Länder dezentrale Klimadaten nutzen können, um Nachhaltigkeitsprojekte zu unterstützen. Für Namibia, ein Schwellenland im grünen H2-Raum, wird dies ein wichtiger Schritt zur Dekarbonisierung sein. Das Land verfügt über umfangreiche Wind- und Solarenergieressourcen und versucht, wichtige Exportmöglichkeiten für grünes H2 und grünes Ammoniak aufzubauen. Im vergangenen November gab Namibia auf der COP26 bekannt, dass es mit Hyphen Hydrogen Energy an einem neuen, 4 Milliarden Dollar Projekt arbeitet, um mit seiner Elektrolyseurkapazität eine 2 Gigawatt Kapazität zur Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff und Ammoniak aufzubauen. Anschließend wird die Produktion weiter auf 5 Gigawatt grüne Kapazität und 3 Gigawatt Elektrolyseurkapazität ausgebaut, wodurch jährlich 300.000 Tonnen sauberes H2 produziert werden. Vielen Dank, dass Sie sich für hydrogenfuelnews.com entschieden haben. Verpassen Sie nicht Ihren kostenlosen Zugang zu unserem exklusiven E-Book, melden Sie sich noch heute an. Folgen Sie dieser Geschichte und mehr auf hfn.de.